Herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines mit mir, dem Philipp. Hier habe ich wieder Ölprobleme. Mal sehen, ob wir es schaffen, mal die 44.000 Einwohner, dann könnten wir wenigstens auch das Atomkraftwerk bauen. Da war ich sehr froh drüber. Komm, 44.000, das muss doch funktionieren jetzt, ja. Zwischenzeit können wir das mal zurückzahlen. Jupp. Hier sind Gehäuse abgebrannt. Obwohl ich schon zwei große Feuerwehrstationen habe. Nicht genügend Kunden. Nicht genügend Verkaufswaren. Sehr unterschiedliche Probleme haben die Jungs. So, jetzt haben wir gleich die 44.000, dann bauen wir ein Atomkraftwerk und dann kann die Ecke hier weg. Die einfach nur platt gemacht. So, wir können neues Gebiet und Kernkraftwerk. Das wollten wir natürlich gleich mal nutzen. Da würde ich das hier vorne in die Ecke platzieren. Und einmal dorthin. Für eine direkte Versorgung. Dann ruppe ich jetzt den ganzen Scheiß hier ab. Der bringt nur Unheil. Alles weg. Und das alles verbinden. Damit da auch eine permanente Stromversorgung noch sichergestellt ist. So, jetzt haben wir hier das... da brauchen wir Wasser. Ganz wichtig. Nicht, dass uns das Ding um die Ohren fliegt. Megawatt. Also das ist jetzt mehr als genug, denke ich mal. So, beim Budget könnte man... auch wieder auf 100 runter gehen. Megawatt, das ist immer noch mehr als wir zurzeit brauchen. Also da sollte man sich erstmal die nächste Zeit überhaupt keine Probleme machen, tun. Da braucht ihr noch unbedingt Strom. Kriegt da unbedingt Strom. So, hier haben wir schon wieder abgebrannte Gebäude. Ja, okay. Dann liegt da halt mal ein bisschen was zu nah aneinander. Hier sind Tote drinnen, das reißen wir ab. Entwickelt sich noch nicht so, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe. Das hier hinten entwickelt sich noch weniger als das, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich weiß halt echt nicht warum. Ja gut, eigentlich weiß ich warum, weil zu wenig Arbeiter da sind. Jetzt ein Stück Straße weggerissen. Ei. Das wollte ich nicht.
Das wollte ich auf keinen Fall. Vor. Schön, schön. Oh, was ist das denn? Steuerbehörde. Kernfusionskraftwerk. Ich würde hier gerne diesen Büroturm bauen. Zwei hinten in die Ecke mit rein. Das ganz markanten Klotz mittendrin einfach nur. Ja, also das. Der ist wirklich ziemlich hoch. Was haben wir noch für Sondergebäude? Was ist das denn? Shoppingstatue. Die gehört eigentlich hier hinter. Sollte hier hin. Was haben wir noch? Transporter ist groß. Sowas gehört eigentlich hier rüber. Weil hier ist ja große Transportfirma. Und da müsste es eigentlich hingebaut werden. Eigentlich, ne? Wenn genug Geld da wäre, könnten wir es machen. Opernhaus brauchen wir auch noch. Steuerbehörde. Gehört eigentlich so ein kleines, verschlafenes Stadtteil hier. Aber das macht ein bisschen Lärm, ne? Vielleicht auch hier außerhalb, hier hin. Jetzt können wir eigentlich nur noch das Opernhaus bauen. Das bauen wir hier hin. Zu dem Kreisverkehr, das kommt jetzt schön hier hin. Jo. Bauen wir noch so ein Stück Straße. Und hier zwischen rein kommt dann das Opernhaus. Das Opernhaus und ein bisschen neues Gewerbegebiet. Vorne machen wir noch ein bisschen Wohnen. So Wohngebiete hin.
Und dann können wir hier das wunderschöne Opernhaus hinzimmern. So. Na? Na? Und hier kommt jetzt ein bisschen Gewerbegebiet hin. So. Sehr schön, was ist das denn? Monumente. Erreichen die Bevölkerung 80.000, kann man Monumente bauen. Naja. Es läuft so langsam hier in unserer Stadt. Aber ich muss jetzt eine schlechte Ankündigung machen für alle, die das angucken. Ich muss das Let's Play jetzt erstmal kurz pausieren in 2 Tage. Und weil ich habe zurzeit ein bisschen dienstlich, arbeitlich zu tun und deswegen geht es in ein paar Tagen weiter. Aber jetzt geht es erstmal eine kurz klitzekleine Pause und ja. Und ich muss mich erstmal ein bisschen davon entspannen hier. Ist doch schon ganz schön anstrengend. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.